Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es das Review zum Somo Strong Orange. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder mit dem Strong Orange von Somo. Als erstes blenden wir euch wie gewohnt mal den Kopfbau ein. Wir bauen das Ganze in dem Hooker John / Somo Funnel mit drei One Nation haben wir genommen, oder? Ja. Drei One Nation Kohlen obendrauf. Vierfache normale Alufolie, ganz normale Lochung. Das Ganze schön angedrückt, wie ihr seht. Kopfbau ist auf jeden Fall ein bisschen umständlicher in dem Kopf als in einem normalen Tonkopf. Aber da der Strong ja schwarz ist, kommt das auf jeden Fall viel geiler in einem Funnel. Raucht sich auch sehr, sehr angenehm. Passt auf jeden Fall. Schnitt seht ihr ja schon. Er ist sehr, sehr fein geschnitten. Er ist extrem klumpig, klebrig, kann man sagen. Aber da ihr das Ganze im Funnel andrückt, auf jeden Fall überhaupt kein Problem. Und läuft auf jeden Fall sehr gut so. Eine Dose Somo kostet euch 16,90 Euro. Dafür bekommt ihr 200 Gramm. Und was soll das Ganze sein? Strong Orange ist natürlich Orange. Mit dieser typischen Strong-Mint-Note, die bei dieser ganzen Strongline eben am Start ist. Ja, ich würde sagen, ich rauche mal ein bisschen, ihr guckt euch die Wölkchen an und Wollen riecht schon mal dran. Ja, schauen wir. Es ist auf jeden Fall so eine eher parfümige Orange, also es ist nicht so, als würdet ihr die Orange wirklich direkt aufschneiden, sondern die ist eher so eine gesüßte, parfümige Orange, eher Richtung für mich sogar Orangenbonbon. Es ist nicht so wirklich komplett frisch, also es ist schon so eher ein bisschen süßer, ein bisschen säuerlicher, aber trotzdem auf jeden Fall sehr lecker und riecht auf jeden Fall ziemlich gut. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es dann so beim Rauchen ist. Ich musste einfach noch einen Zug nehmen. Ja, geruchlich, lass mich nochmal dran riechen. Also ohne Scheiß, als du eben gesagt hast, Orangenbonbon, dachte ich mir im ersten Moment so, hä? Was? Weil, ne, ich habe gerade nur den Geschmack, aber du hast recht, vom Geruch geht das auf jeden Fall so in Richtung Orangenbonbon, aber als ob ihr so ein Orangenbonbon neben eine aufgeschnittene Orange legt. Also es ist irgendwie so ein Mischmasch aus, riecht leicht künstlich, aber auch irgendwie eine natürliche Note dabei. Und ich muss sagen, für einen Orangetabak riecht das Ganze auf jeden Fall verdammt lecker, also wirklich heftig gut. Und wo wir gerade beim Thema sind, Orange eigentlich absolut nicht unser Tabak. Also wir rauchen beide normal nie Orange. Sogar Mischungen, wo Orange drin ist, sind wir immer sehr vorsichtig. Zum Beispiel, letztes Beispiel, der Kakarott von Cavalier. Da ist ja auch Orange drin. Ich dachte mir schon so, weiß ich nicht, ob der mir so passen wird. Dann haben wir den geraucht und der war auch brutal, aber auch nur, weil die Orange halt wirklich ein sehr kleiner Bestandteil war. Hier ist es halt nur Orange, man riecht auf jeden Fall diese Mischung aus Orangenbonbon und natürliche Orange, gemischt mit einer schönen Minznote. Also ich finde die jetzt nicht lasch, ich finde die nicht übertrieben, ich finde die eigentlich genau richtig. Ich rauche sehr, sehr gern Tabak, der ordentlich Frische am Start hat und das passt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie findest du den geschmacklich? Achso, Rauch muss man noch dazu sagen, raucht jetzt vielleicht nicht so brutal, aber der Kopf ist auch schon eine ganze Weile an, weil wir den doch irgendwie genießen wollten, statt ihn zu reviewen, aber... Ja. Ja, geschmacklich ist es auf jeden Fall ganz anders. Es ist auf jeden Fall eher wie eine frische Orange und dadurch, dass halt auch noch diese minzmentholige Art drin ist, ist es auf jeden Fall sehr gut getroffen. Ich war am Anfang, dachte ich, als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich mir so, Orange pur, boah, das wird kritisch. Hab ihn dann aber in der Bar geraucht und dachte mir so, alter Verwalter, ist der geil. Alter Verwalter ist der geil, das ist auch das Stichwort, deshalb gebe ich dem Tabak auch die 9 Sterne. Eigentlich sogar eventuell 10, aber ich dann gib ihm 9,5. Ja, aber es ist halt trotzdem so dieses... Eine pure Orange ist trotzdem... Ja, sie ist sehr gut umgesetzt und ja, sie schmeckt sehr gut, aber trotzdem würde ich mir noch irgendwas beiwünschen. Also einfach irgendwas zum Mischen oder so. Mhm. Pur ist er natürlich auch gut für alle Leute, die Orange feiern und mögen, auf jeden Fall ein dickes Plus. Für mich eher so, ich würde ihn gerne mit irgendwas mischen, damit ich dann halt diese Orange als Beinote habe. Und deshalb ist es halt irgendwas zwischen 9 und 10 Sterne. 10 Sterne für die Leute, die auf jeden Fall Orange feiern. Für mich eher halt die 9,5 Sterne, weil ich einfach der Meinung bin, ja, zum Mischen finde ich den geil. Pur würde ich den halt nicht ganz so oft rauchen, beziehungsweise ich würde nicht sagen, so, ich habe jetzt eine Dose, 200 Gramm und rauche den jetzt pur durch. Ja,
Kann ich sehr gut nachvollziehen, was du erzählst. Vorneweg, falls sich Leute wieder fragen, in welcher Pfeife rauchen wir? Wir rauchen in The Rock von Shishaya. Die habe ich gerade zum Testen da. Da wird auch auf jeden Fall demnächst noch ein Review zukommen. So, geschmacklich der Somo. Wie gesagt, wir feiern Orange eigentlich nicht, aber auch bei mir ist es so, dass ich ihn verdammt lecker finde und es mich heftig überrascht hat, wie gut er ist. Also ja, war einfach eine krasse Überraschung. Ich bin da echt mit Ehrfurcht rangegangen und dachte mir so, nee, Orange, das kann eh nicht taugen, egal wie gut der Tabak ist. Aber ich muss sagen, ich rauche ihn relativ gerne. Aber du hast recht, für mich ist es auch eher ein Tabak, den ich zum Mischen benutze, wo ich was mit beipacken würde, den ich aber selten pur rauchen würde. Aber man kann es definitiv. Ja. Und ich weiß, dass Leute, die Orange mögen, beste Beispiel der Tim zum Beispiel, der feiert Orange, der raucht den voll oft komplett pur. Also wenn ihr Orange feiert, könnte das auf jeden Fall pur was für euch sein. Für mich ist es eher ein Tabak zum Mischen. Aber schmeckt auf jeden Fall extrem lecker. Und um dich doch auf die 9,5 Sterne zu bringen, würde ich ihm definitiv 10 Sterne geben. Ich finde die Strongline ziemlich geil, vielleicht falls sich Leute noch fragen, der ist ja schwarz, wie ist das so vom Nikotin, also wenn ihr den im Funnel baut, ist auf jeden Fall kein Problem, er ist vielleicht ein Ticken stärker als jetzt normaler Virginia Tabak, aber ich finde auf jeden Fall, es geht mega klar, also ich habe davon keinen Nikotin vielleicht oder so, vielleicht kurz beim Anrauchen so ein bisschen mehr, aber dann läuft der auf jeden Fall einwandfrei. Also bei mir ist es gar nicht so, ich mache den an, rauche den an und meistens lasse ich den ein bisschen stehen und dann läuft der irgendwann direkt einfach komplett flüssig. Ja. Wolkentechnisch läuft es eigentlich jetzt viel besser als jetzt aktuell. Weil also der Kopf läuft ja bestimmt schon Stunde 15 oder so. Definitiv. Also ich glaube, wir haben den angemacht um 5 oder so. Mittlerweile haben wir 5:45. Also von daher, ja, passt. Ja, also jetzt raucht er wirklich nicht mehr krass, aber die Somo-Sorten rauchen auf jeden Fall heftig. Ja, also 9,5 Sterne. Wir können ihm auch die 10 geben, weil von der Umsetzung her passt es eigentlich perfekt. Also für uns vielleicht jetzt hätten wir was beimischen wollen, aber für die Allgemeinheit. Ja, also für einen Orangetabak auf jeden Fall 10 Sterne für den Strong Orange von Somo. Eine sehr, sehr krasse, geile, gut gelungene Orange. In diesem Sinne, danke Somo für die gute Orange. Sehr, sehr nice. Auch danke fürs Zuschicken von dem Shot, dass wir das Ganze drehen konnten und testen konnten. Ich habe den aber auch schon häufiger geraucht, also war jetzt nicht das erste Mal. Du, wie gesagt, auch schon in Bars. Auf jeden Fall 10 Sterne für den Strong Orange von Somo. Eine sehr, sehr geile Orange, die sogar nicht Orangentabak-Liebhaber überzeugen konnte und ab und zu dazu bringt, ein Orangeköpfchen zu rauchen. Von daher, ja, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, Abo da lassen, einmal Video rausschicken an alle Orangenfreunde von euch, also Freunde von Orangentabak. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG. Ciao.